Ich sag dir gleich. Du musst vor so gut wie jeder Kurve entweder bremsen oder die Handbremse ziehen. Ja, ich weiß, das ist ja auch ein Muscle Car. Ja, aber wahrscheinlich ziehst du uns direkt beim Start weg, weil das Ding einfach beschleunigt wie sonst was. Meine einzige Chance, das zu gewinnen, ist Kurven. Ich habe dann noch gar nichts angemacht, außer die Farbe gewechselt. Mehr habe ich nicht gemacht. Ja, da bin ich genau seiner Meinung. An meinem Auto habe ich auch nichts gemacht. Nee. So, ja, willkommen zu einer neuen Folge von Need for Speed World. Mit dabei wieder der Nerfy und der Tone Shift. Hallo. Auch wenn er nicht angezeigt Hi. wird, ist der Lobbybug. Man kennt das. Ist ja schon normal geworden. Oh, tschüss. Ich sag ja, das Ding, das marschiert wie sonst was. Das ist Ding, ey. Oh, ist das schnell. Wenn du da Nitro zündest, du bist weg. Ich bin auf 350. Ich krieg die Kurve nicht. Was geht das Ding da? Der weg mal. Ich muss aber jedes Mal die Handbremse benutzen, um die Kurve zu bringen. Das Ding ist einfach nur böse. Loop. Nee, all nee, quarter. Die habe ich mit dem Auto hier schon in 10 Minuten sonst was geschafft. 10 Minuten 30, glaube ich, war das Beste bis jetzt. Oh, ich fahre einfach über Bande, ist doch egal. Das Ding hat so viel PS, ey, da kriegst du sonst in den Motor rum. Serienmäßig 1400. Hat der Demon. Ey, Ding schnell, ey, leck mich ja mal an. Vor allem muss man gucken im fünften Gang, wie der fünfte Gang immer noch beschleunigt. Ja, das Auto macht keinen Unterschied zwischen dem fünften und dem ersten. Ich war gerade im fünften Gang und bin 340 gefahren. 396 ist Ende. Egal ob Nitro oder nicht, da ist Ende bei dem Auto. Mehr verkraftet das Spiel, glaube ich, nicht. Boah, ich muss halt wirklich vor jeder Kurve bremsen. Und dafür bist du nach jeder Kurve aber auch weg. Oh, ich muss sagen, diesmal habe ich kaum Probleme dran zu bleiben. Also. Das ist ein Penner, ist das, ey. Ja, da kam ein Auto. Also an Sebastian dran zu bleiben. Boah, Alter, ey, der Affe, Alter! Da habe ich echt Probleme, an dem dran zu bleiben, aber Christian nur. Oh, Junge! Was soll ich denn machen? Ich komme nicht um die Kurve. Oh, die Kurve wird jetzt los. Ja, die jede Kurve versaut von uns. Was soll ich denn machen, wenn du mich reinballerst? Ich komme nicht um die Kurve rum. Ich muss erstmal 30 runterbremsen, um überhaupt in die Kurve zu kommen. Virus! Ich krieg schon deinen ungewaschenen Arsch. Oh, leck mich am Arsch. Da ist er ja. Guten Tag. Oh, das ist definitiv kein Auto für mich. Guten Tag. Oh, ne? Was soll ich denn machen, Mann? Ich muss vorher bremsen. Hauptsache, er schiebt mich komplett durch die Kurve durch. Ah! Fahr das Ding gleich selber mal auf der Strecke, dann weiß ganz genau, was ich meine. So, dann gleich kommen, wir nehmen das Ding gleich alle drei. Oh! Boah, ey, ey. Das wird ein Spaß. Ich glaube, die Kurve kann ich so gut rumkommen, das weiß ich nicht. Oh, komm, 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 Arsch! Alter. Ich bin froh, wenn ich überhaupt in der Kurve bleibe. Vor allem, Sebastian, mit dem Auto muss man mal Bullen ärgern. Das macht Laune. Rhinos rammst du weg ohne Schwergewicht. Das ist echt krank. Und selbst wenn die dich langsam machen, du bist ja sofort wieder da, wo du vorher warst. Oh, und er schiebt mir ein Auto hin. Noch ein Auto. Oh, ich denke die ganze Zeit, ich muss kacken, wenn ich nach Hause fahre. Hey, unfassbar. Das
nicht, den geht einfach nicht um die Kurve rum. So, pick up. Das ist pure Gewalt. Das Ding ist einfach nur Gewalt. Vor allem stell dir vor, du sitzt in diesem Auto in echt drin, was der dich in den Sitz drücken muss. Da wird dir wahrscheinlich schlecht von. Hat gerade am Start gesehen, ne? Dann tu mir den, Sebastian, tu dir mal einen Gefallen auf der Autobahn und zünd mal Nitro. Ihr habt ja Nitro. Warum nicht? Alles verballert. Dann hol dir welches. Oh, nee. Oh, wiedersehen. Schwerstarbeit hier vorne. Oh. Meinst du, ist das besser? Also ich weiß nicht, wo eure Probleme sind. Leck mich. Oh. Das ist halt der Vorteil, wenn man die Strecke hier schon 20 Mal gefahren ist mit dem Auto. Dann weiß man, wie das Auto in jeder Kurve reagiert. Ja, schön. Ich aber wenn du nur immer ein gewisses Auto fährst und nicht immer alle deine Autos, die du hast, ist das was anderes. Deswegen hat Sebastian ja auch so Probleme, hinten dran zu bleiben. Ich bin fahr das Auto gerade zum ersten Mal. Ja, weil du die ganze Zeit den RX-8 gefahren bist immer wieder. Nee, weil ich das Auto, seitdem ich das Auto habe, nicht einmal das Spiel geöffnet habe. Ja, den habe ich dir ja auch geholt. Ja, weil ich bei dir nicht war. Geh weg, Auto. Ich habe mich einfach so aus dem Weg, irgendwo. Den kann ich nicht mehr erleben. Boah, ich muss mich echt konzentrieren, dass ich überhaupt auf der Straße bleibe. Alles mit. Basti, hörst du das? Virus führt schon wieder Selbstgespräche. Ja. Das ist normal. Du solltest deine Pillen nehmen, das hilft dagegen. Ich fresse nur M&M's! Die sind auch bunt! Oh, ich hab den Donut umgefahren, Sebastian. Entschuldigung. Viel zu lecker TikTok. Ja, ich seh's. Aber so eng komm ich sowieso nicht in die Kurve. Das Auto interessiert das überhaupt nicht, ob da ein Baum ist oder nicht. Virus! Na, wo bist du, mein kleiner Spatz? Ich komme! Ah! Dafür, dass du so viel Scheiße baust, ist ja noch ziemlich weit weg. Nö. Ich hab den gleich eingeholt. Oh, das ist manchmal so verdammt knapp. Weg mit deinem scheiß Pickup. Himmel, Herrgott.
328, 29, mehr geht nicht. Gut, ich habe auch nur 721, ne? So wie ich gekauft habe, ich habe nichts reingesteckt, nichts gemacht. Oh, ich habe schon ordentlich in den BMW reingesteckt. Ja, du, ja, aber ich lasse meinen noch Standard, also, wir sagen schön Passerlei. Aber das Handling bleibt echt ein bisschen auf Wünschen übrig, ne? Aber der drückt. Wenn du das Auto ohne Handbremse fährst, ist echt schwierig. Ja. Reißengine. Dann war ich jetzt langsamer, 10 Sekunden langsamer als du. Oh, Mamma mia. Geht aufs Handgelenk. 3,30. Och, Alter. Hast du doch gehabt. In der Höchstgeschwindigkeit macht Sebastian uns aber platt. Der hat 362 maximal geschafft. Oh, Alter, war das so anstrengend, das Ding zu fahren. So, Freunde, eine geile Unterhaltung. Ich würde sagen, ich bin raus. Danke für die nette Unterhaltung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.